Eine wunderschöne liebe Community, willkommen zu diesem Video. Das ist das Video nach Drift Event, mehr oder weniger. Drei Tage? Vier Tage? Mittwoch? Ja. Drei Tage, ne? Ja, wir wollen mal gucken, was so Phase ist mit unserem Gefährt hier. Und schon mal eins der Sachen, die wir ändern müssen, ändern werden. Und zwar, Wolfgang, was machen wir rein? Die Rührschüssel weg, den Schrottschafter. Genau, wir bauen heute den Schrottschafter ein und zeigen euch das ein bisschen. Das Ding ist, wir haben auch noch zwei, drei Sachen gefunden, also die mir aufgefallen sind. Sprich, der Wagen ist definitiv lauter geworden. Und das werden wir gleich mal begutachten. Nicht, dass wirklich irgendwas im Auspuff lag oder sowas. Also wir haben, also ich habe schon gedacht, da war irgendwas, das Ding stank nach totem Tier zwischendurch. Und also zwischendurch nur. Jetzt geht's, jetzt ist weg, ne? Ja. Keine Ahnung, vielleicht freigebrannt, vielleicht sind eine Kaninchen rausgekommen oder so. Wer weiß. Oder es gibt keine Fortsetzung von Ice Age mehr. Oder es gibt keine Fortsetzung von Ice Age mehr, das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal nach und machen eine Schrottschafter rein, würde ich sagen. Einmal unterm Auto, Auspuff. Also ich sehe hier nichts. Du? Nee. Das ist dicht. Das ist dicht. Das ist dicht. Ah, hier ist die ABE, Leute. Ne? By the way. Hm? So, das ist dicht. Das ist halt 100% Eigenmarke. Also das habe ich nicht geschweißt übrigens. Da habe ich so ein bisschen zugemockt hier. Ne? Da seht ihr, da ist auch eine Schraube zwischen noch. Weil es ein bisschen einfacher zum Schweißen war. Ja, und hier ist alles ganz... Also, der hat gut ausgeheilt, würde ich sagen, ne? Das ist jetzt auch nichts, ey, Motor ist auch null am Schwitzen oder so, ne? Das ist wirklich gut. Aber ich weiß auf jeden Fall, was wir machen können noch, um hier ein bisschen was rauszuholen. Und zwar hat das komplette Klimaanlagensystem noch drin, ne? Oh ja. Das können wir alles rausbauen, ja? Neue Motorlager wurden verbaut, die waren aber nicht von mir, die waren auch vom Vorbesitzer. Dann ist hier... Das könnte von mir gewesen sein. Oh, das war aber knapp. Das ist auch von mir. Oh, das ist noch knapper. Holy shit. Ja. Ich habe da selbst schneidende Schraube reingeschraubt. Und ja, das war knapp. Ein bisschen. Ja, hast du die gesehen? Ja. Dazwischen, Leute, dazwischen. Da hängt sie. Ja, passiert, ne? Das war echt ein bisschen knapp. Ich habe ja geguckt, ob was rauslief. Da lief ja nichts raus. Ne? Also von daher. Ja. Dann habe ich hier die Leitung damals ersetzt gehabt. Das ist eigentlich eine starre Benzinleitung. Die habe ich komplett ersetzt durch Gummi. Habe hier auch ein Doppelgummi gemacht, damit das dann nicht scheuert. Die Handbremse fliegt auf jeden Fall wieder raus. Definitiv. Also die wenn richtig machen. Also eine Doppeldings hinten. Da können wir die wieder benutzen. Und auf jeden Fall hier mal so ein bisschen so Lager. Gucken, es ist alles ein bisschen knusprig, das Ding, ne? Das war halt auch nicht in gutem Zustand, wo ich das gekauft habe. Also das ist auch mit der Grund, warum das Ding niemals mehr TÜV kriegen würde. Oh, das ist neu. Ja. Oder war das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wegen solchen Stellen allein schon, Leute, ne? Also wie gesagt, das Ding kriegt kein TÜV mehr. Also es wird schwer, das Ding TÜV fertig zu machen. Auch hier. Von daher, scheiß drauf! Kann man vielleicht wieder schön machen, einfach nur optische Gründe, ne? Aber ansonsten hat er gut durchgehalten, ne? Ja. Ja, was wir heute machen ist, das Ding da oben. Das ist unser Schaltgestänge und das hat ein bisschen Spiel. Und nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr viel. Ja. Ja, Handyscheibe ist auch noch okay. Kupplung hat ein bisschen gelitten, aber das ist mir egal. Ja. Ansonsten... Ja, hier, die haben auch gut mitgehalten, ne? Ja. Das sind diese, die drei, M3-Domlager, ne, die hier drin sind. Nicht Domlager, sondern Lollipop-Lager, Entschuldigung. Ja. Ja, hier vorne sieht auch alles ganz aus. Das ist E46 Querlenker mit Lenkwinkel-Kit, für die das wissen wollen. Und der Stabi. Kommt der dagegen? Nee, der kommt nicht dagegen. Hier ist auch okay. Nee, sieht gut aus. Hat hier ein bisschen angeschlagen, da auch. Ach, das wird sehr wahrscheinlich komplette Einschlag, dass er dann dagegen kommt. Also da, für euch.
Auf der Seite ist das nämlich ebenfalls so. Ah, passiert. Das ist jetzt nicht so tragisch, würde ich sagen. Ja. Ist gut, ne? Ist gut? Ist gut. Ist gut. Okay, dann bauen wir das Ding jetzt raus. Ich würde sagen, zeig mir den noch, wie der aktuell ist. Wie der Schiff, der sich oben aktuell bewegt. Ja. Ja, und dann direkt einen Vergleich haben. Ja, würde ich sagen. Also, Auto runter. Und zeigen wir euch, wie das Ding sich bewegt. Und dann bauen wir den Schiff ein. Wolfgang demonstriert das jetzt. Das ist im Gang. Und jetzt wackelt er mal im Gang. Das ist, ja. Nicht schön. Nee. Das ist sehr viel Spiel. Auch so, wenn man den nicht im Gang hat, ist das halt, du versuchst halt, ja, auf den Gang zu treffen. Und das ist halt mir ja auch ein paar Mal passiert. Ja, was und den anderen auch, ne? Du warst auf dem dritten Gang, ja. Ja, und den anderen, Alex hat auch gesagt, das ist Bullshit. Ja, den machen wir jetzt raus. Ne? Das hat komische Ding da. So, und dann haben wir Nummer 1 schon gelöst, ne, von unserer Liste. Ja. Dann fehlt noch Lenkrad, Sitz und Gurte. Oh, ein bisschen Schleifpapier drauf, Mann. Das ist auch mein Gott. Kannst du die Fresse halten? Mach dir nur den Knauf noch ab und dann diese Tülle da drumherum. Die musst du abmachen. Ja. Die kann ja auch nach oben raus, oder? Die kannst du, glaube ich, nach oben raus machen, ja. Genau. So, und dann habt ihr quasi ist das, Ding das Gestänge selber. Ihr seht da unten, wie das... Mach mal in Gang rein. Und jetzt bewegt das mal, dann siehst du, was kaputt geht da. Das ist nämlich oben das da, was da sich bewegt, also wo das geführt drin wird. Und unten dieses Plastikteil. Ja, der Kugelkopf halt. Genau, richtig. Ja, den Rest müssen wir von unten machen. Ja, nur damit ihr seht, wie das jetzt ist. Und dann können wir gleich mal einen Vergleich machen, wie das Ganze aussieht, wenn das dann verbaut ist. Um das Ganze auszubauen, müssen wir hier oben die Gestänge rausnehmen. Das sind beide Gestänge. Einmal das Gestänge, was hier unten an das zum Schalten geht. Also das ist das hier, wenn ihr schalten wollt. Ich bewege gerade. Und das obere. Das obere ist das Schwierigere. Aber dadurch, dass ich die Kupplung hier letztes Mal gemacht habe, müsste das eigentlich gerade gehen. Das ist so ein Widerhakensystem, das ist voll nervig. Also ich mach jetzt auf. Boah, das ist richtige Fickerei, ey. Das habe ich mal unterm Auto gemacht, ohne Hebebühne, ohne zu gucken. Alles ohne Hilfe. Gut, das Einzige, was ich da an Hilfe hatte, war halt, dass das Getriebe schon runterhing. Und dann kam es halt wesentlich besser oben dran, ne? Aber das hier ist halt auch so ein Bauteil, wo sich irgendjemand dachte, lass uns die mal richtig ärgern. Das so zu verbauen, ist halt auch einfach Katastrophe, ne? Ja, das kann ich wieder sagen. Wo ein größeren Schraubendreher. Der ist nicht so groß, ist schon. Ah, ist auf. Siehst du? Ich zeig euch das mal. Ich hol das jetzt mal raus, dann zeig ich euch das mal. Guck mal, es liegt so oben drauf, auf dem Getriebe, und da ist der Widerhaken. Okay. Der ist eigentlich flach. Ich habe den jetzt beim Aufmachen hochgebogen, sehr wahrscheinlich. Das ist so ein nerviges Bauteil. Aber es muss raus, damit wir das ganze Gestänge ausbauen können. So. Dann die hier, die sind einfach, die kann man mit der Hand, glaube ich, rausmachen. Ja. Zack. Das ist der erste. Und auf der Seite ist noch ein zweiter. Die kann man auch mit der Hand rausnehmen. Zack, der zweite. Jetzt kann man das Ding hier, das ist dieses Verbindungsstück, einfach so rausziehen. Und da sind die drauf, also für euch jetzt zur Erklärung, die hängen... Also Sprengringe. Hier drauf, genau. Ja, sowas ähnliches wie Sprengringe. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Da gehören die drauf, werden so drauf geschoben und dann halten die. Ja, und hier drin ist das meistens halt auch ein bisschen ausgelutscht. Also auf der Shifter-Seite mehr oder weniger. So, dann machen wir die andere Seite auch mal drauf, damit die nicht abhauen. Weil wenn die fehlen, ist scheiße. Dann fällt das Ding nämlich raus. So. Dann können wir das hier hochklappen und zur Seite wegziehen und hinten raus und hier runterheben. Also quasi das hier, was hier mit diesem komischen Ring fest ist, habe ich jetzt hochgehoben, zur Seite weg und dann das Ding
aus der Buchse hier oben rausgemacht. Das liegt einfach nur da drin. So, und hier seht ihr auch, dass das alles so ein bisschen... Ja. Wobei ich sagen muss, das läuft schon echt gut. Vorher, wo wir das Auto gekauft haben, war das Ding nicht zu bewegen, ne? Okay. Es war komplett verrostet. Paul hat das richtig schön sauber gekriegt. Aber jetzt bearbeiten wir es einfach ein bisschen. Ja, da kam er. Da kam er doch. So, jetzt müsste das eigentlich so rausgehen. Na komm. Hat schon bewegt hier, ist schon komplett raus eigentlich. Ja, hier ist er raus. Mal andere Seite gucken. Ah, ist wieder reingesprungen, die Seite. Und hier. So. Zack. Das sind so zwei Haken. Einmal auf der Seite und einmal auf der Seite. Und die haken da ein. Und hier, guck mal, wie lose das ist. Das darf nicht so sein. Also ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt erstmal ein bisschen sauber. Und dann machen wir den Rest an. Richtig schön sauber. Egal welche Zeit wir an der Karre auch sind, aber auch immer schön sauber machen. Weil, könnte ja sein, dass ihr nochmal dran müsst. Weil es ist sauber. Ganz sauber kriegen wir das eh nicht, aber der ganze Schmank hier raus, das sieht gut aus. Ja. Arbeiten. Sagst du? Passt. Sagt der Chef, ist okay? Passt. Alles klar. Nachdem wir das getrocknet lassen haben, müssen wir das Ganze, also unseren Shortshifter hier, so einlassen, dass das komplett eingelassen ist und hinterher mit diesem Sprengring unten sichern. Ja. Das ist halt nicht so wie das normale System, weil das ist jetzt hier so ein eloxiertes Teil und da dran ist dann so eine Plastikmuffe. Ja, die das Ganze dann benutzen lässt. Und der Stift ist, glaube ich, kürzer, damit das schneller... Ja, genau, richtig. Irgendso war das. Damit wir das gut einbauen können, nehmen wir Silikonspray. Von Action in dem Fall. Ja. Und hier sind ja O-Ringe dran. Dass das Ganze hier besser reinrutscht. Kannst du das hier sehen? Ja, ne? So. So weit rein, wie es geht. Das ist halt ein bisschen doof, weil ihr müsst jetzt auf der anderen Seite gucken, dass das hier auch gerade rauskommt. Ich weiß nicht, hier ist der O-Ring schon, guck mal, da hat der O-Ring sich schon verkantet. Das ist natürlich kein guter Start. Keine Ahnung, warum das hier so kacke reingeht. Hatte ich bei den anderen noch nicht, ne? Vielleicht das, warum es bei mir erst nicht geht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich mach den mal ab. Oh, passt das Ding schon gleich viel besser. Und ist trotzdem fest drin. Oh. Ja. Unten kann es sich ja nicht bewegen, weil hier ja Ende ist. Also für die, die wissen wollen, mach den unterrum hier fertig. So, spart euch Ärger. Warum heißt die Dinger Sprengringe? Weil die immer rumspringen. Richtig? Okay. Spring immer durch die Halle, wenn ihr die nicht richtig trifft. Ja. Ist drinne. Also ich
glaube, dass das so sich maximal bewegt. Also es kommt gar nicht bis zu diesem Schlag hier, schätze ich mal. Wir werden es sehen. Das heißt, jetzt können wir wieder einbauen. Doch, ich glaube, das ist schon geiler. Also alleine, dass das hier jetzt fest drin ist. Ja, und die Kugeln nicht ausgelutscht hat. Ja, genau. Komische. Hier unten, das ist ja auch ein Teil gewesen, was sich bewegt hat. Ja. Also der Teil in dem alten war ja auch lose und dann bewegt sich das ja auch ein bisschen. Egal, wir bauen das jetzt ein. Ich weiß jetzt nur nicht, wie rum das war. War das so rum? Doch, so rum müsste richtig sein, ne? Mehr nach hinten als nach vorne. Ja, doch, so ist richtig rum. Ne? So. Jetzt den hier oben durch. Wieder hier. Ja, jetzt wird's interessant. Das geht nämlich nicht mehr. Ich komme da hinten nicht rein. Den hast du aber vorher auch da rausgekriegt. Ja? Ja, vorher, aber ich lege nicht mehr jetzt. Ja, weil ich stoße jetzt mit dem hier, da an der Seite an und da geht es nicht weiter. Okay. Ja, es ist halt die Frage, das könnte man theoretisch machen, wenn wir das nochmal ausbauen. Und von oben einfach reinschieben. Genau, von oben hinterher einfach reinmachen, mit dem Springring hinterher festmachen. Dann können wir uns ja wahrscheinlich sogar daneben fummeln. Warte, ich gehe mal die Sprengsinnzange holen und mache den Sprengsinn raus. Das wird jetzt ein bisschen fummelig, ne? Das ist jetzt auch nichts mehr, was man so ne, nachmachen sollte. Okay, Kamera aus. Absolut. Boah, guck mal, ist das nicht durchgesprungen? Nein. Wir zeigen das ja nur, damit ihr seht, dass man das nicht so macht. Okay? So. Ist gefährlich. Genau. Jetzt gucken wir mal, das muss jetzt hier so. Die Frage ist, ob ich das jetzt gleichzeitig schaffe, das hier nach oben zu machen. Im schlimmsten Fall müsste das Auto gleich runterlassen, aber das versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu vermeiden. Du bist aber nicht. Ja, jetzt besser. Ja, hab ich gesehen. So. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich den Sprengring jetzt da drauf bekomme. Oh. Das ist schon ein bisschen fies hier. Das geht, glaube ich, nicht. Den kriege ich, glaube ich, nicht drauf. Oh, ich habe mich geschnitten an der. Eine Verkleidung da. Oh, oder? Der ist irgendwie, sieht der knapp aus, also der sieht schief aus drin aus, aber das. Ah, oh, dann gleich mal runterladen. Ich habe keine Dose runterzulassen. Wir bauen das einfach mal so erstmal ein. Und gucken, ob der Rest funktioniert, weil sonst mache ich das nämlich hier unnötig. Jetzt müsste der Sprengring da drauf, aber ich habe den eben nicht drauf gekriegt, weil die Zange dazwischen zu wenig Platz hatte. Ich komme hier nicht rum mit der Zange. Ja, okay. Gleich mal fummeln. Das ist eh jetzt nicht so wichtig. Wir gucken jetzt erstmal, ob das funktioniert. Boah. Das ist eklig, ey. So, machen wir den mal rein. Ich klappe den jetzt noch nicht um. Warte, du musst es eh. Einmal mit der Zange, gerade biegen. Ich klappe den jetzt, ich mache den jetzt zwar drauf, aber nicht fest, also ich klappe den nicht runter. So, gucken wir mal. Müsste hier irgendwo sein, ja. So, der ist jetzt da drauf, also das heißt, der ist jetzt fest. So, und jetzt werden wir den Rest testen. Warum ich das sage, ist, in der Beschreibung stand, oder in jeder Beschreibung, die ich gefunden habe, stand, dass es nicht für den IS ist. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was ist anders an dem IS? Ich kann es mir nicht erklären. Echt nicht. Also, ja, es ist ein Vierzylinder, okay, aber da wäre ja die 318-Dinger ja auch raus, theoretisch. Muss das Gestänge ja komplett anders sein. Aber ist es ja nicht. Wir testen jetzt. Das teilt. Also das da, guck mal rein, siehst du das? Ja. Das will jetzt nicht so ganz da rein. Da müssen wir tricksen jetzt. Oh, oh, das größere Zange. Ja, hast du kein Silikonspray drauf gemacht, ne? Was? Nochmal. Hast du auch kein Silikonspray reingemacht, oder? Nee, stimmt. Soll ich das jetzt versuchen? Ja.
Okay. Silikonspray ist eine gute Idee. Aber da das Plastik ist und kein Gummi ist. Oh, das geht nicht mehr ran. Das habe ich rausgemacht. So. Das ist halt auch echt kein guter Zustand. Gucken wir mal. Meinst du, geht besser? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war richtig tight drinne. Oh. Nee. Ich kriege meine Hand leider nicht weiter rein. Also ohne Zahnjahr, glaube ich, nicht machbar. Eigentlich könnten wir das so zumindest mal testen eben. Ja. Ich versuche das mal mit der Zange noch weiter reinzumachen und dann gucken wir mal oben, ob das funktioniert. Weil sonst ist das unnötig, was ich hier mache. Wie sieht das jetzt aus? Versuch mal. Mal nur geradeaus, mal nicht zu links und rechts. Hm? Oha. Besser? Das ist stramm, ja. Ja? Ja. Stramm gefällt oder stramm zu viel? Ja, wird sich freischleifen, aber... Ja, er wird ein bisschen lockerer werden in der Zeit, genau. Ja, aber ist schon gut stramm. Ja? Und kurz, ja. Ja, das ist glaube ich, gut, ne? Ja. Geil. Also trotz IS passt das trotzdem. Wir müssen jetzt halt nur das Ding unten halt richtig reinbekommen. Und halt den Sprengring da reinmachen. Aber das sollte jetzt das kleinere Problem sein. Mit Gewalt geht alles. Im schlimmsten Fall könnte man diese Plastikbuchse auch ausbohren. Ja. Auf das Maß von dem... Kann man machen, ja. Ich würde es halt einfach wirklich reindrücken, bis es nicht mehr geht. Einfach auf gewaltmäßig, weil dann ist das Ding auch wirklich tight. Okay. Oder wir machen die Stange ein bisschen sauber. Ja, die abschleifen. Die abschleifen ein bisschen, ne? Ein bisschen sauber machen im Schleifpapier, genau. Dann könnte das sogar besser reinpassen. Aber sieht geil aus. Flutscht. Und es ist alles noch halb fest gerade, ne? Und ist trotzdem relativ geil, ne? Ja. Ey, das ist nice, das ist voll gut, ey. Erste Fehler, würde ich sagen, haben wir gelöst, ne? Ja. Jetzt machen wir das noch richtig zusammen? Ja. Dann gucken wir mal richtig. Es müssen doch kleine Anpassungsarbeiten gemacht werden an dem Plastik. Weil es leider nicht ganz drauf geht, die Stange. Und der Wolf ist ganz schön. Kann man nicht sehen, leider. Guck mal, wie schön er das macht da. Perfekt. Ja, das sind so bei so Billigteilen halt leider immer das Problem. Aber lieber ein bisschen wegschleifen als hinzufügen, ne? Das ist immer einfacher. Das ist wirklich nur Millimeter, was das waren? Millimeter, zwei? Noch nicht mal ein Millimeter. Das ist einfach zu passgenau war. Da seht ihr da ganz oben drin. Ist drauf. Haben wir geschafft. Mit Abschleifen. Ja. Und mutwilliger Zerstörung. Andere Seite ist auch drauf. Der Pin ist auch wieder drin, ne, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Und auf der Seite auch. Das Einzige, was jetzt ein bisschen Spiel hat, ist das hier hinten. Ne? Ja. Hier, die Seite. Ja, aber das ist alles Metall. Also. Ja, ja. Nee, das hier hinten ist kein Metall, das ist auch eine Buchse drin. Das ist auch eine Buchse drin? Glaube ich zumindest. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht weiter tragisch bei dem. Springen haben wir übrigens auch drauf, ne? By the way. Glaube ich gar nicht gezeigt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach oben und gucken, ob das Ganze, wie gut das funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass das schon ziemlich nice ist. Ich denke fertig. Und jetzt möchte ich nochmal wissen, warum nicht IS? Verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Weil 20. 1. Das Abschleifen musste Christian auch machen, hat er gesagt, beim 320. Okay. Also kann ich mir das nicht vorstellen. Egal, wir lassen runter. Können wir hier Licht abmachen schon. Und hoffen, dass das Ganze funktioniert. Das ist schon ein bisschen tighter, ne? Ja, schaukelt nichts mehr. Ja. Ja, und den Dank. Oh. Und einen Schaltknopf drauf. Einfach gerade drauf. Genau. So? Ja, genau. Also muss ich sie festmachen, dann kann ich hier gleich nochmal die Buchse da. Ja. Na ja, das ist auf jeden Fall besser. Also. Da wackelt nichts mehr. Voll geil, ne? Tja. Kriegen wir hier das Ding drauf?
So rum, ne? Ja, ich glaube. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Du hast es abgemacht. Ne, ich glaube, das ist unten. Das sah mir aus wie unten. Glaubst du das unten? Ja. Okay. Genau, das haben wir durchgedrückt, ja, genau. Ja. Oder? Ja, kommt hin. Das sieht so aus, ne? Kommt hin. Ja, nicht so weit runter, glaube ich. Ja, der muss. Nee, da. Ah ja, doch, okay, ja, stimmt, hast recht. Hast recht. Das ist eigentlich ganz simpel, ne? Jo. Oh, ziemlich easy. Das Ganze. Die Handbremse stört gerade voll für euch fürs Video, tut mir leid. Ja, müssen wir am besten noch festmachen oder sowas damit. Da ist es halt doof, wenn da mal Hitze durchkommt und so, das ist halt nervig. Aber. Das ist ein Sommerauto. Nee, das glaub mir, das ist nervig, wenn das da so heiß ist, dass du nicht anfassen willst. Ja, da muss ich aber einen neuen besorgen. Das ist ja wahrscheinlich nicht. Hau mal rauf richtig jetzt. Ich glaub, kann das sein. Der steht schief, ne? Ja, der ist ja wahrscheinlich mal gedreht worden von jemandem. Das ist das, was ich meine. Wenn die Leute dir versuchen abzumachen, dann drehen die immer und dabei sind die halt nur gesteckt bei BMW, ne? Nee. Ja, ich besorge mal einen neuen. Hauptsache, wir haben erstmal. Oh ja! Oh ja! Boah, Rückwärtsgang ist tight, ne? Ist drin. Der ist geil. Das gefällt mir. Ich muss auch mal testen. Moment. Aber für euch ist gut, ne? Ist gut. Ist gut. So, wir sind fertig, Leute. Wir haben alles zusammengebaut. War gut? Ja. Ja? Passt. Ja. Finde ich auch. Ich habe gerade schon nach dem Schreibkampf geguckt. Muss mal gucken, ob ich einen Original nehme oder so einen billigen. Im Chat, im Stream wurde geschrieben, dass die billigen halt immer kaputt gehen. Das ist natürlich blöd über dem Event, wenn das halt kaputt geht. Ne? Deswegen ich überlegen, vielleicht auch einen Original zu nehmen. Oder einen, der zumindest ein bisschen hochwertiger ist. Aber ansonsten kann ich euch das Schaltgestänk-Dings da, Short-Shift-Ding empfehlen. Bis auf diese einen Gummi-Ding da. Ne? Hier, der noch überall ist. Ja. Passt in voll viele Autos rein eigentlich, ne? Ja. Also bei BMW durchweg irgendwie E46, E39, E36, E30 glaube ich auch noch. Da ist eine riesen Liste, könnt ihr euch mal angucken. Ich schreibe euch einen Link in die Beschreibung. Nächstes Mal kriegt ihr ein Video von dem. Also quasi dasselbe Video, nur beim E46, würde ich sagen, oder? Ja, können wir machen. Ja. Wir werden das dann vorher aber messen, dass wir genau das, was wir jetzt haben, nicht nochmal haben. Also sprich, wenn wir das ausgebaut haben, dass wir die Stange messen und dann halt das schon vorher ein bisschen flach schleifen, dass ihr das auch besser sehen könnt halt. Weil jetzt haben wir das ja nur mit dem Dremel ein bisschen immer beigeschliffen, beziehungsweise Wolfgang. Dann hat das ja auch hinterher gepasst, also. Ja. War auch nicht viel. Also das war halt einfach nur ultra... Irgendwie 1 Millimeter oder so. Genau, ultra gut bemessen einfach. Vielleicht auch beabsichtigt, was weiß ich, damit es überall passt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Aber gut. Hat auf jeden Fall jetzt funktioniert, läuft gut, braucht noch einen Schaltknauf. Man läuft das Ding mega. Es wirklich, macht wirklich Spaß, das zu schalten. Ey. Das ist echt krass, ey, wie gut das ist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, kommentieren, liken, Abo. Haut rein. Tschüss.